Es wird die grösste Photovoltaikanlage der ganzen Nordwestschweiz. Sie kommt aufs Dach des BLT-Depots Oberwil und heute zu oben am 5 Uhr mit einem Spatenstich hat der Bau offiziell angefangen. Die Baudirektorin Sabine Begoraro hat vor den Chefs der Basel Landtransport gesagt, die Anlage sei eine der vielen kleinen notwendigen Schritte, wenn man aus der Atomenergie aussteigen will. Was aber kann die Anlage alles? Christian Luciani berichtet. Auf den Dächern der Basel Landtransport AG BLT entsteht das grösste Sonnenkraftwerk in der Nordwestschweiz. Und die Flachdächer in der Kommandozentrale der BLT haben sich für das Projekt fast aufgedrängt. Wir haben insgesamt 17'000 Quadratmeter ungenutzte Dachfläche. Und seitdem DBM eben kostendeckende Einspeisevergütung garantieren, ist für uns klar, wir müssen das realisieren. Ein Sonnenkraftwerk, das zu 40% von der BLT und zu 60% von der Elektrabiersäge Münchenstein EBM finanziert wird, entsteht in absoluter Rekordzeit. Der Grund? Speziell an dieser Anlage ist eine neuartige Tragkonstruktion. Wir können die Elemente direkt auf ein Dach stellen, ohne dass wir den ersten Kies abräumen. Das tut Material und auch Kosten sparen. Die Anlage entsteht so schnell, wie eben die Konstruktion nicht mehr muss aufwendig auf dem Dach fixiert werden. Und das hat auch Einfluss auf die Kosten. So eine Photovoltaikanlage, die mit modernsten Mitteln gebaut ist, ist rund etwa 75% günstiger als noch 1992. Rund 5,1 Millionen Franken kostet die Anlage. Und das grösste Sonnenkraftwerk der Nordwestschweiz auf den Dächern der BLT produziert ab Mitte Dezember Strom, der einiges bewegen kann. Mit dem Strom, den wir hier produzieren, können wir insgesamt 270 Einfamilienhäuser mit Strom bedienen oder 4 Tramzüge ein Jahr lang fahren. Schöner Nebeneffekt für die Basel Landtransport AG. Pro Jahr kassiert BLT 50'000 Franken Dachmiete, Geld, das direkt dem ÖV zugutekommt.